Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Es ist Magic The Gathering für den Reckner. Und ich würde sagen, fangen wir doch mal gleich mal die erste Mission hier an. Wo waren der Flappen hier gleich? Kampagne! Falle, die gegen mich online spielen wollen? Nee. Ich habe schon ein bisschen angezockt. Was heißt bisschen? Ich habe schon die normale Story fast durch. Aber wir fangen noch mal ganz von vorne an. Einfach weil ich das kann. Ich hätte den Trailer jetzt zeigen können, aber wegen Copyright hatte ich da ein bisschen Angst. Für alle, die diese Texte lesen wollen, bitte Kommi schreiben, ob ihr die wirklich lesen wollt. Fangen wir mal an mit der ersten Mission. Wir werden jetzt erstmal die ersten paar Schritte lernen, uns als Duelant zu beweisen. Du bist ein Planeswalker, ein mächtiger Magier, der bewirkungsvolle Zaubersprüche verfügt und Kreaturen herbeirufen kann. Duelliere dich mit einem anderen Planeswalker um Macht und Ruhm. Das andere, das will ich. Ablauf eines Zugs. Das Spiel läuft in mehreren Zügen ab, die jeweils in Phasen unterteilt sind. Du kannst während deiner Hauptphasen Karten spielen und während deiner Kampfphasen mit Kreaturen angreifen. Okay. Deine Kartenhand. Du spielst bei Spielbeginn sieben Karten auf deiner Hand. Zu Beginn deines Zuges ziehst du jedes Mal eine Karte. Wenn die Maus sind. Für den hier aus und zu. Achso, den hier. Du kannst in jedem deiner Züge ein Land spielen. Sobald Länder im Spiel sind, geben sie dir das Mana, das du benötigst, um Kreaturen zu spielen. Sprich, diese ganzen Länder hier sind Mana. Wenn wir einen spielen, können wir einen Mana tappen. Wir könnten dann, wenn wir drei Mana tappen, diese Kreatur hier beschwören. Beispiel. In seinem ersten Zug spielt Sorin ein Land, einen Sumpf. Das ist unser Gegner. Sorin. Markov. Ich bin Dab. Mhm. Hauptphase. Er hat kein Monster gespielt, das ist schon mal nicht schlecht. Du hast eine Karte gezogen. Wenn dir... Du hast eine Karte gezogen, die zu wirken in zwei Mana kostet. Bevor du den Runenklauenbär wirken kannst, musst du einen weiteren Wald spielen. Klick auf den Wald und ja. Jetzt haben wir zwei Mana und könnten diesen Bären hier spielen, weil der braucht zwei Mana und hat 2/2. Zack. Yep. Jetzt ist es getappt, wir können es erstmal nicht mehr benutzen, das Mana. Erst in der nächsten Runde, aber dafür haben wir schon mal eine Kreatur. In seinem zweiten Zug spielt er noch einen Sumpf. Unser Gegner ist jetzt dran. Er spielt einen Sumpf. Und was kommt jetzt? Ui, 20 Frames. Spielen wir noch im Wald. Achso. Dein Zug hat zwei Hauptphasen. Eine vor dem Kampf und eine danach. Du kannst während beider Hauptphasen Zaubersprüche wirken. Klicke auf weitere Kameras. Will ich aber nicht. Achso, ich soll jetzt in der Kampfphase... Angriff. Bam. Noch 18. So, du kannst eine Kreatur auf deiner Hand, die 3 Mana kostet... ja. 3 Mana... So, zack. Oh, noch eine Kreatur gespielt. Damit können wir jetzt aber nicht angreifen, weil in der ersten Runde, wo man eine Kreatur spielt, kann man dann nämlich angreifen, es saliniert Eile. Dazu kommen wir sicher noch. In seinem dritten Zug spielt Sorin einen Sumpf. Oh, wow. Sumpf. Sorin wirkt eine rücksichtslose Keulerin. So einen hätte ich auch gern. Wollen wir mal. Mhm, ja. Ein interessanter Bonus, weil wir mehr als 10 Leben haben. So, was spielt er jetzt noch hier? Oh, das ist hier ein Penner. Er wirkt eine -2/-2 Hexerei und kann damit meinen Bären zerstören. Weil der hat nur 2/2 und damit ist er tot. So, du kannst so angreifen mich. Gleich. Erstmal will ich. Ich will aber erstmal einen Mana spielen. Ah, erstmal müssen wir ihn angreifen. So. Der hat nur noch 18. Entweder blockt mit so einer Kreatur, seine geht dann drauf.
Oder lässt durch. Er hat durchgelassen, okay. Weiter, wir spielen so. So. Jetzt haben wir noch ein gezähmtes Andromen Armordon. Steht mit 3-3. Und das wird uns dann auch noch mal ein bisschen mehr Angriff für den Penner geben und können ihn gleich umhauen. Fühlt ein Sumpf, greift dich mit seinen rüstigslosen Keulerin an. Ja, das ist mir ziemlich Wayne, weil ich kann den ja ganz einfach mit meinem neuen Dave-Mob hier blocken. Und zwar genau so. Ja, ja. So, ist klar. Blocken, blocken. Wir blocken jetzt mit unserem Viech. Seins wird zerstört und unseres wird getappt. Nee, wird's gar nicht. Am Ende des Zuges wird aller Schaden der Kreaturen zugefügt wurde entfernt. Im nächsten Zug ist der... Sprich, er hat uns jetzt 2 Damage gemacht, jetzt habe ich nur noch 1. Aber da mein Zug jetzt... Sein Zug ist zu Ende, jetzt habe ich wieder 3 mit dem Viech. Das heißt, er denkt einen Zauberspruch, der minus 1 macht, wäre meins jetzt gestorben. Ich bin bei einem Wald. Ich will die Kampfphase, aber nicht... Boah, Mann. Greifen wir mit beiden an, komm. Angriff. Dann dürfte nur noch 9 haben. Ah, er spielt einen Zauberspruch. Und zwar... Oh, jetzt zerstört er meinen, weil er wieder eine benannte Verzauberung macht. Jeder verliert 3-3. Und da ich nur 3 Leben habe, ist mein Viech down. Ist aber nicht so was schlimm. Denn 3 gehen trotzdem durch. Ach so, der sagt uns jetzt hier, wir sollen Riesenwuchs benutzen. Timer an. Das Ding auf den... Timer. So. Jetzt verzaubern wir unser Viech mit 3-3. Somit hat er 6-6. Und dann ziehen die 3-3 ihm auch nicht alle Leben ab, sondern nur die 3-3. Und dann bleibt alles so, wie es vorher war. Sprich, wir haben seinen Zauber sozusagen neutralisiert. Seht ihr? Und er kriegt 6 Damage, der Flammen. Ups. Ja, dank deines Riesenwuchses, bla bla, spielen wir noch im Wald und ab in die nächste Phase. Ich hoffe, für die, die Magic überhaupt nicht kennen, die blicken immer so ein bisschen durch. Es ist nicht wirklich schwer. Ich habe anfangs auch übelst lange gebraucht, bis ich es gecheckt habe. Aber du musst im Endeffekt nur die Kreaturen und Karten hier lesen, die dein Gegner spielt. Zerstöre eine nicht schwarze Kreatur, dann einmal. Gut, er zerstört jetzt mein Viech, schwarz. Also die Farben der Karten haben auch jeweils eine bestimmte Spezialisierung. Zum Beispiel Wald hat die stärksten Karten, zumindest die größten oder irgendwie sowas. Und was ist das für ein Flappen? Oh mein Gott. Für jeden Wald, den ich kontrolliere, kriegt er jetzt 1-1, das heißt wir hat 9-9. Und damit können wir ihn jetzt ownen. Putz. Ist also perfekt ausgerechnet, dass wir ihn am Anfang pwnen. Und tschüss, Sorin. Geowned. So, damit war es auch schon mit dem ersten Part, würde ich sagen. Den werde ich gleich mal rendern, gucken, wie groß der ist und so ein Kram. Für alle, die, wie gesagt, gegen mich Magic spielen wollen, nein, danke. Ich lasse es lieber doch, weil ich sag einfach nochmal nein. Ihr könnt fragen, aber lieber nicht. So, damit war es das für den ersten Part. Wir haben das Lernprogramm durchgespielt und werden uns dann im nächsten Part Code widmen und ihn fertig machen und umpownen. Ich weiß nicht, ob ich noch dann die Erzfeinde und dann Rache durchspielen werde. Auf jeden Fall werde ich erstmal hier die Kampagne durchspielen und dann sehen wir weiter. Euer Dab, bis dahin, noch einen schönen Tag. Tschüss.